Ja, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Europa News Hals 4 Russland LP. Viel hat sich getan in der letzten Folge. Also seit der letzten Folge. Ja, genau. Also das letzte Mal haben wir ja den Krieg gegen Osmanen verloren. Wobei, wir haben ihn nicht verloren. Ich habe für Geld rausgepiest, ne? Das heißt, ich habe Geld von ihm bekommen. Eigentlich war es doch ein Sieg, wir wollten die Krim erobern, aber das hat ja leider nicht so gut geklappt, die in der Republik geworden ist. Okay. Gut. Ja, ich war etwas enttäuscht. Ich wollte ja eigentlich Generalstaat werden, aber das hat jetzt nicht geklappt. Mein Zar bekommt kein Kind, was auch blöd ist. Dann hat es nicht geklappt, dass unsere Tengri-Rebellen alles erobert haben. Das sind Rebellen, die alles erobern wollen. Da läuft eine Armee, die die vernichten soll. Okay, gut. Ja, und die Idee jetzt eigentlich momentan ist, wir erobern hier, also wir gehen mit unserer sibirischen Front weiter in den Osten rein, bis wir das Gebiet haben. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich mit der nächsten Idee auf die Entdeckerideen gehen und werde mir ein paar Kolonien der neuen Welt holen. Ich meine, klar, ich könnte mich jetzt noch ein bisschen stärker machen und Europa versuchen zu steamrollen. Mit einer hübschen Idee wie Wirtschaftsideen oder Innovationsideen. Oh, sorry Leute, ich muss mich mal kurz strecken. So. Aber es bringt ja nichts. Papan und Ravensburg. Ja, das ist so ungefähr das Problem. Polen an sich ist schwach geworden. Die haben auch im Krieg an Osmanen, naja gut, also sagen wir es mal so, sie waren so nett und haben ihr Land zur Verfügung gestellt, um zu kämpfen, wodurch wir hier wenigstens unsere Prosperity einigermaßen halten konnten. In Moskau ist sie immer noch nicht zurückgekehrt, aber fast ist sie da, das heißt, dann verdienen wir da auch wieder gut Geld. Ich weiß zwar, ja klar, man kann in Russland schön im Winter Krieg führen, na, kann ja alles vernichten, aber wenn man in Polen, Litauen Krieg führen kann und den ihr Land dafür leiden lassen kann, dann passt es doch. Leider haben wir unseren Verbündeten Österreich verloren. Die sind jetzt ja echt stark geworden. Sind die eigentlich Kaiser? Ja, die sind Kaiser und werden es wahrscheinlich auch für immer bleiben. Frankreich ist mega stark geworden. Ich versuche ja ein Bündnis mit Großbritannien aufzubauen, aber es klappt leider nicht. Liegt das eventuell am Berades? Ging das halt früher so, dass ich hier so eigentlich. Wieso geht die Schnelltaste 2 nicht? Geht die 3? Nee. Ich muss kurz aufpassen, ne, dass ich was jetzt hier an meiner Aufnahme verändert habe. Ach so, so kann ich dann durchgehen. Und kann ich dich mit dem Ding öffnen? Nur mit B. Ihr wisst ja, ich liebe es mit Shortcuts zu arbeiten, deswegen eventuell durch mir das aneignen. B ist eigentlich ganz gut, um das Rekrutierungsfenster zu öffnen. Ja, doch, wir haben schon jemanden, der uns diplomatische Reputation gibt. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt hier gelabert, haben nichts geleistet. Ah ja, genau, ich wollte aus dem Ural einen Staat machen. Ja. Jetzt sehen wir mal den gesamten Uralstaat hier. Ah ja, hier kann ich es ja sehen, genau. Komi? Wo ist Komi? Ach hier, da wird gerade noch die Kolonie fertig gemacht. 2-2-1, ja, ganz, geht ja ganz gut. Genau. Sorry, dass ich ein bisschen langsam bin. Das war ein anstrengender Abend gestern. Jretsch. Wollen wir denn das?
Ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit hier, das zu machen. Ja, und die das sehen, ich werde demnächst das Ankündigungsvideo für ein Open Size 4 Multiplayer raushauen. Und ja, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Die Retsch kommt auf 27 mit der Entwicklung insgesamt. Könnte man an sich aber fast schon pushen. Nee. Wir lassen, denke ich, noch ein paar Starten frei, weil wir kriegen jetzt ja bald noch Plescout dazu. Genau, wie sieht's denn aus mit Dänemark? Dänemark ist unser Frieden schon rum. 1572, okay, noch nicht so schnell. Noch 6 Jahre. Das Reich anzugreifen wäre jetzt momentan Selbstmord. Wir haben zu wenig Manpower, wir haben Schulden. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Und fertig. Und überlegen dann weiter. Sibir hat Korsan und Passaias Verbündeten nur. Okay. Dann ist das jetzt unsere Aufgabe. Die Armee bitte in den Osten. Der Rest fängt an zu grillen. Genau, ja, ihr fangt an zu grillen. Das ist sehr gut. Die müssen echt mal... Also, wie schon gesagt, ich muss die Shortcuts mal ein bisschen besser auswendig lernen, bitte. Genau, du befreist... Du vernichtest hier die Rebellen. Wir sparen wieder auf Tengri-Rebellen. Das ist so... momentan mein Ding, ne? Ich möchte unbedingt Tengri werden. Und wenn das heißt, dass ich eventuell dafür meine gesamten Vasallen integrieren muss, dann werde ich das auch tun. Ja. Na, vielleicht tun ja richtig fette Rebellen spawnen, das wäre eigentlich unglaublich cool. Ich möchte einfach Tengri-Russland werden. Wenn wir Tengri-Russland werden, dann bin ich einfach nur glücklich. Sollte es uns die Regierungsform Zarentum wegnehmen, dann wäre mir das auch egal. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, du hast Human unabhängig gemacht. Aber die Typen haben nur Speere, also wie will denn bitte ein Herr mit Speeren gegen mein wunderbares Gewehrherr ankommen? Gewehrherr, wie sieht's an? Naja, wir fangen jetzt erstmal die 5000 Mann ab und vernichten die. Sehr schön. Nur um direkt hier rüber zu gehen. Die Rebellen haben lange genug ihr Umwesen getrieben. Wie groß sind denn hier so die Entwicklungsdinger? Ich habe immer einen heiligen Kriegsgrund, also geht es. Ich glaube, ich marsche jetzt echt mehr hier nach unten und hole mir alles. Sag mal, Polen, was sind nochmal deine... Polen. Ne, die Mamelucken. Wir bräuchten eigentlich echt die Mamelucken. Ja, das könnten wir, damit könnten wir echt viel anfangen. Krieg erklären, Überlegenheit demonstrieren. Korsan und Passai sind dabei. Ich denke jetzt nicht, dass das die größten Staaten sein werden. Deswegen Angriff. Und mein Anführer ist genau in dem Moment gestorben, wo ich den Krieg erklärt habe, wirklich. Moment, was sagt denn die Armee-Tradition? Wobei, die müsste eigentlich saugut sein, ja. Ist auch. Whoa, was für ein Manöver, Alter. Also, gute Manöver generell sind eigentlich wirklich wichtig, wenn du Russland spielst, da dein Land so riesig ist. Wir brauchen Effizienz der Belagerung. So, wo lauft ihr denn hin? Hier hin, dann läufst du hinterher. Das sind zwar Berge, aber wir müssen sie jetzt irgendwann mal die Rebellen irgendwann mal einfangen. Und unser Moralberater ist tot, dann holen wir uns halt die Disziplin. Disziplin kommt immer gut an. Zumindest bei mir. Und wir haben mega die Einnahmen. Woher kommen die Einnahmen? Wir machen kaum Geld aus dem Gold. Aber ewig die Einnahmen. Hä? Vor allem, warum ist denn unsere Goldeinnahme so zusammengebrochen? Zwei Kriegsreparationen von Dänemark noch. Ein bisschen Kriegsbeute. Gold. Ein bisschen Handel, ziehen wir einiges raus. 17,80 aus der Produktion, dann aus der Steuerung. Ach ja, wir müssen ja sparen für die Druckerpresse, da war ja was.
Ja, dann sparen wir mal auf die Druckerpress. Moraltechnisch gewinnt die Armee nicht. Wir schicken mal die größere Armee. Niemand hat gesagt, dass ihr mit dem Drillen aufhören sollt. Kommen wir hier mal weiter, sundische Provinzen. Stimmt, ihr habt jetzt alle Kanone. Ja, Kavallerie. Na gut, Kavallerie. Brauchen wir nicht allzu viel von. Ich finde Kavallerie sowieso zum Großteil unnütz. Also sie ist Manpower-effizient, aber wir haben eigentlich echt viel Manpower. Das heißt, wir sind nicht auf Kavallerie angewiesen. Das ist eigentlich... ja. Der Grund in der Alm. Oh. Saiyan hat Pelze. Pelze sind gut. Das ist ein gutes Handelsgut. Ja, beeilt euch mal, macht es mal schneller, dass wir hier mit unserer sibirischen Front vorankommen. Ja, eine Armee, die jetzt hier dauerhaft... Oh, Armee-Professionalität ist sehr gut. Naja, wenn sie erst mal Kam belagern wollen, dann sollen sie da unten sein. Wir holen sie uns gerne. Wie sieht's mit Gassimuk momentan eigentlich aus? Habt ihr noch Verbündete? Nein. Holen wir uns ein Spionagenetzwerk auf dich? Habe ich Ansprüche auf dich? Keine richtigen. Aber wir sollten uns jetzt hier wirklich mal im Süden einfach ausbreiten. Wir sollten die Möglichkeiten nutzen, würde ich sagen. So, jetzt treffen unsere 24.000 Mann auf das Rebellenheer. Und der General ist gestorben, was wahrscheinlich die Schlacht... Und... ganz knapp. Meine ganzen Generäle sterben wie die Fliegen. Was soll denn der Mist? Ich bezahle euch nicht fürs Sterben. Ich bezahle euch nicht fürs Sterben. Sehr schön. Dann gehst du schon mal nach hier unten. Du gehst hier hin und belagerst hier zu Ende. Du gehst hier hin. So, ich hab... hier unten haben wir Korsan. Süß. Naja, sie haben sich ein wichtiges Handelszentrum gekrallt. So ist es nicht. Damit kann man den Großteil des Handels, der aus dem Osten kommt, also des Landhandels, kann man damit kontrollieren. Was ziemlich gut ist. Und wir haben keine Manpower mehr. Wann kam denn das letzte Mal vor, dass wir keine Manpower mehr haben? Warum mit Polen Durchmarschrecht haben? Okay. Ihr drillt euch wieder hoch. Keine Ahnung, warum Polen das jetzt will. Boah, du bist ein shittiger General. Shitty General. Should be his name. Nee, auch wenn 3 Belagerungen echt geil ist, aber nein. Können wir es uns nochmal leisten, 50 dafür auszugeben? Ja. Komm, Isaac, du bist jetzt gut. Jetzt haben wir einen guten General. Isaac, du gehst nach Zatlus, da kannst du dich auch hochdrillen. So, wir haben Sibir eigentlich besetzt. Du hast nur einen Belagerungspip von 1. So. Gut, dann gehen wir nach Korsan durch. Wobei, warte mal, wer ist denn unser guter Belagerungsgeneral? Wahrscheinlich genau du, ja. Ja, dann gehst du hier runter. Du bleibst in Astrakhan stehen und drillst. Und was sagen die Rebellen? Als nächstes kommen Gassimuk-Rebellen. Ist doch ganz schön. Ruhig Blut, Jungs. Angriff! So sieht's aus. Du kommst
in Wahr an. Sehr gut besetzt ist mir. Hier wird gedrillt. Moment, was? Die Finanzreform und die Abschaffung des Gromljewski-Systems. Ivan IV. Führte einige der wichtigsten Reformen der russischen Regierungsform durch. Bitte was? Er setzte die Bestrebungen seines Vorgängers Ivan III. Fort und band die Klasse der Pomissik noch enger an die Monarchie. Er richtete außerdem eine eigene Finanzkammer ein, die zu seiner diskreten Verfügung stand, um eine gewisse Effizienz bei den Einnahmen und Ausgaben sicherzustellen. Die Abschaffung des Kolmdesch-Systems, bei dem die Provinzverwaltung ihre Bezahlung direkt aus den Abgaben der Bauern bezog, sowie die Umgestaltung der Provinzverwaltung, machten die Monarchie wesentlich effizienter und mächtiger. Allerdings reichten selbst diese Reformen nicht aus, um den Staat gegen Ende der Herrschaft Ivans IV. Nach dem kostspieligen Desaster des Ersten Nordischen Krieges über Wasser zu halten. Finanzen reformieren, das Kommerzsystem abschaffen. Finanzkammer bis 1593 plus 10. Okay. Das ist schon relativ lange, da kann man die 50 ab mit Macht opfern für. Okay, integrierte Untertanen. Wir haben Bleskau integriert. Ja, ihr dürft mal hier oben stehen und das belagern. Gut, und dann haut er ab. Ja, hört auf zu drillen und verfolgt die feindliche Armee. Wenn sie denken, dass das eine schlaue Idee ist, dann können wir das gerne tun. Polen möchte gerne mitkämpfen, aber nein. Was hast denn du jetzt besetzt, Transoxanien? Bist du nicht von den Ming geschützt? Hm, okay. Frühmoderne Administration. Brauchen wir die so schnell eigentlich nicht, weil das sind nur verfügbare Staaten. Das heißt, wir sparen noch ein bisschen. Lass uns ein bisschen billiger werden. Wir nehmen mal die Autonomie. Euer Ernst, ihr haut einfach ab. Die letzten Feiglinge. Ich meine, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich mich besser verhalten habe, aber... Naja, dann fangen wir wenigstens ein bisschen was von der Armee ab. So, hier unten... sind wir durchgerückt. Genau, you better run, you fools. Und zurück. Was machen denn die Kolonien? Komi ist fast fertig. Odorsk ist fast fertig. Ah, hier dauert es noch ein bisschen an der Ostgrenze. Aber es läuft gut. Sehr schön. Wir lösen euch mal auf. Genau, deswegen sollten wir nicht so viel Abwehrmacht ausgeben. Wir haben nämlich jetzt gute Gebiete von Bleskau bekommen. Zum Beispiel das Gebiet Bleskau an sich. Ja, ja. Wo sogar noch was fehlt, also neue Entwicklung. Also es wird ein richtig starkes Gebiet. Ja. Stimmt, ich habe dich als Kernprovinz übernommen. Estland mit wie viel Entwicklung? 6, 10, 25... Weiß, halt doch die Handelsschiffe, aber ich möchte mich gerade nicht mit Flotte auseinandersetzen. Also lassen wir das auch. So. Ah. Sehr gut. Ja, die Karakoyul-Rebellen, die freuen sich, dass sie hier mal kurz, ne, belagern dürfen. Und ich freue mich auch, dass ich einfach kurz durchmarschieren darf. Und das ohne Offensivideen einfach niederreißen. Ist doch schön. Naja, Qualitätsideen sind an sich auch ganz schön. Auch wenn ich die Offensivideen wirklich lieber mag am Anfang, aber für unseren momentanen Spielstil habe ich eher gesehen, dass ich wirklich die Qualitätsideen mehr für uns lohnen. So, jetzt habe ich es.
So, lass mal kurz am Belagerungstrupp zurück. Gegen was haben wir einen Kriegsgrund? Nogai. Ha. Wenn du mich schon so nett fragst. Dann werde ich dir doch mal schnell den Krieg erklären. Komi ist selbsterhaltend geworden. Sehr schön. Und damit ist jetzt der Start auch schön, was wäre da oben. Sollte unsere Einnahmen gut pushen. Und stirb. Lieber bekomme ich Erbfolgekrieg, als dass ich so einen Idioten auf dem Thron lasse. Mit 440. Nein. Einfach nur nein. So. Ah, unser Gassimuck-Spionage-Netzwerk geht voran. Du bist Entwicklung. 7, 6, 3, 4. Dann Entwicklung 7 ist wichtig am Anfang. Ja, die Innovationsfähigkeit, die ist mir eigentlich echt absolut egal. So, jetzt kann ich aus dir Geld rausholen. Mit Kriegsreparationen. Dann her damit. Lol, die haben meine Armee festgesetzt. Dead Bastards. So, das hier brauchen wir definitiv. Dich brauchen wir definitiv. Ja, es interessiert mich relativ wenig, ob... Ja, dann darfst du da noch leben. Ganz ehrlich, die 150 Dukaten, damit kann ich mir eigentlich mein Popo abwischen, also ist das relativ egal. Noch ein bisschen Prestige und Forderung senden. Jetzt ist meine Armee exiliert und auf Heimkehr. Jetzt können wir anfangen, Kernprovinzen zu machen, warum hier nicht? Ach, weil Nokai darauf auch Ansprüche hat. 161 Alexander. Alter, ich meine, ich finde es schön, dass du Nachfolger so schnell generierst. Das ist sehr gut, aber... Ach, der hat einen starken Anspruch auch noch, aber... Nee, 161 ist kacke. Ich glaube, wir müssen echt zu einer Republik fahren. Das kann ja so nicht weitergehen. Wüsstest du nicht, da ich... Ach, das ist cool, genau. So. Ah, dann haben wir das jetzt hier auch. Dann darfst du zurückkehren. Dass du hier in die Berge gehen. Ja, du bleibst einfach erstmal hier hinten. Das ist das Problem mit an Russland. Russland ist so groß, dass man sich teilweise echt schwer tut. Gib mir all dein Geld. Was irgendwie echt nicht viel ist. Und jetzt dürfen wir kernen. Sehr schön. So, Transoxanien, du bist verbündet mit Afghanistan, Khorasan und Fars. Zwei, fünf, drei. Okay. Findest dich im Krieg mit Timuridenreich, Euraden und Mongolen. Ich würde es am liebsten den Krieg hier zu Ende führen lassen und dann angreifen. Dann sind wir nämlich erstmal stabil. Die Festung in Reval behalte ich nicht. Aber die zwei finde ich ganz gut. Festungen in Wälder sind immer gut. Außerdem können wir es uns momentan leisten. Also ich denke es zumindest. Es kann gut sein, dass ich jetzt falsch dort stehe. Aber, ja, machen ein gutes Plus. Die Zinsen sind auch gerade etwas egal. Denn ich möchte wirklich auf die Druckerpresse sparen.
Ist hier noch irgendeiner Last draußen? Den braucht man immer. Dann sollte unsere Einnahme, also soll unsere Einnahme jetzt auch wenigstens ein bisschen hochgehen. Oh ja. Die Schulski. Die prominente Schulski-Familie hat angeboten, die Ausbreitung in Osttunguska und umliegenden Regionen zu finanzieren und verpflichtet sich zum Bau von Forts zugunsten des Zarentums von Russland. Im Austausch würde sie das Recht erhalten, die Gebiete selbst auszubeuten. Wenn wir eine Charta unterschreiben, die ihnen dieses Recht gewährt, hätten wir wahrscheinlich wenig Kontrolle über ihr Verhalten und sie würden die anfängliche Gewinne einstreichen. Aber im Gegenzug würden sie sowohl den Bau von Festungen organisieren, als auch für deren Finanzierung sorgen. Eine ausgezeichnete Idee, wir kriegen 150 Dukaten. Wir machen das mal. Hier haben wir eine Festung. Unsere einzigste Festung im weiten Osten. Also wir könnten uns wirklich mal überlegen, hier ein paar Festungen reinzubauen. Das wird nämlich ultra abfucken, im Fall, wenn Sibirien voller Festungen steht. Dann hier gleich. Hier gleich. Und wen haben wir denn da? Burjadien. Das heißt, wir kriegen hier bald einen Kriegsgrund im Osten. Yes! Und durch geht's. Wo ist die Armee? Welche Militärdeck habt ihr eigentlich, Burjadien? 10? Wir sind schon weiter, ne? Wir sind schon bei 13. 24.000 Mann zu senden wäre echt übertrieben, aber... Auf geht's. An sich wäre hier noch eine Festung ganz cool. Ich glaube, ich investiere da wirklich mal kurz drin. Also rein. Hier eine Festung. Und ich weiß, Festungen kosten uns dauerhaft Geld. Das muss mir ja niemand, das muss mir niemand sagen, niemand erklären. Aber ich bin der Meinung, dass es uns auf Dauer ganz gut tun wird, im Osten ein paar Festungen stehen zu haben. Wo ist denn der Festungsmodus? Und hier ein bisschen Kontrolle zu haben in Sibirien, dass der Gegner einfach wirklich Abnutzung bekommt, wenn er bei uns einmarschieren will. So, hier hätte ich auch gerne im Helsingland eine Festung. So, jetzt habe ich viel Geld investiert. Aber es sind Investitionen in unsere Zukunft. Und wie die Zukunft weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge vom Europäer Status 4 Russland AP. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, Leute, und seid bei der nächsten Folge dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.